Flair reagiert auf einen Newcomer-Rapper namens Elias. Der Song heißt Upgrade. Feierst du, ja? Einen ganz kurzen Ausschnitt, na man, Ausschnitt, Einschnitt drin, Motherfucker. Let me see you go. Let me see you come. Now let me see you go. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem motherfucking weiteren Video auf meinem Kanal, Fellas. Ich hoffe, euch geht's gut. Und bevor das Video startet, will ich mal einmal ganz kurz mich für das heftige Feedback unter dem letzten Video bedanken, also unter dem Flair-Interview. Das Video ist jetzt hier für den Lifestyle-Kanal. Und das Video, was ich da gestern gepostet habe, ist auch richtig gut angekommen. Ihr feiert den Scheiß momentan und das finde ich geil. Ich habe auch wieder richtig Bock, meine YouTube-Videos durchzuziehen. Und deswegen will ich heute direkt auf dem Lifestyle-Kanal noch ein Video bringen. Also dieser Kanal ist nicht nur dafür da, jetzt Vlogs zu machen, sondern ich will auch jetzt zum Beispiel bei den Interviews, ich habe auch schon das nächste Interview geplant, bei den Interviews die prägnanten Stellen, die Stellen, die vielleicht viele Leute auch nicht gesehen haben, weil sie sich eine Stunde nicht pressen wollten, habe ich oft in den Kommentaren gelesen, so ey, eine Stunde ist ein bisschen zu viel, dies, das, bla bla bla. Habe ich gedacht, schneide ich jetzt einfach nochmal ein paar Szenen raus, die ich interessant finde, die euch vielleicht auch interessieren könnten. Kommentiere die so ein bisschen, was heißt kommentieren, mach ein kurzes Intro, ein kurzes Outro. Und meine Bitte an euch wäre, wenn ihr einfach mal eure Meinung immer dazu auch in die Kommentare schreibt. Heißt, jetzt bei diesem Ding, was ich euch heute zeige, der Flair reagiert auf einen Newcomer-Rapper namens Elias, der Song heißt Upgrade. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr den Song findet, wie ihr den Song feiert. Natürlich ist der Song auch in der Beschreibung verlinkt so. Ich feiere den Bruder, ich feiere den Song auch krass so. Ja, und ich will jetzt einfach mal euch die Meinung von Flair zeigen und am Ende sage ich nochmal was kurz. Also bis gleich. Feierst du auch Deutsch? Oder eher weniger? Ich weiß gar nicht. Eher weniger, aber die neuen Sachen gefallen mir. Ja. Zum Beispiel das, was du gestern gepostet hast, dieser Elias. Ja. Ja, der gefällt der mir. Der ist krass, ne? Ja. Check den mal aus. Dann kann man mal Flair fragen, was er zu ihm sagt, oder? Ja. Ja, Mann. Elias? Ja, ich habe jetzt jemanden vorbereitet, das kommt jetzt, sein Musikvideo kommt jetzt und mich würde mal interessieren, was du dazu sagst. So. Okay, krass. Ich bin letztens erst auf ihn gestoßen, der hat auch mit seinem Track so 30.000 Klicks nur. Aber ich feiere das brutal. Ich bin durch DJ Onet darauf aufmerksam geworden. Shoutout an DJ Onet an der Stelle. RNG, die Family, du weißt schon, wie das läuft. Und ja, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, Bruder. Mmm, I like it, man. Mal so, weißt ja, du? Bruder. Flair, erzähl mal, was sagst du dazu, Dicker? Eine neue Bitch ist ein Upgrade, yeah. Bad Bitch wie Tinashe, ey. Bad Bitch wie Tinashe, ey. Keine Pause, nur im Beast Mode, ey. Ho, ich lebe nach dem G-Code, yeah. Ich bin immer noch derselbe. Ho, ich sterbe als Legende. Oh, ich mach die Scheiße daily, yeah. PS1 ist meine Playsie, yeah. Fünf Ringe für die Bad Bitch. Lifestyle Tom Brady. Wieso bist du immer clean? Clean. Ich bin alles außer regular. Und woher hast du diesen Beat? Yeah. Ich bin ein Papa ohne Manager. Oh. Trage Tommy Can Supreme, yeah. Flex in 2K17, ey. Und was sagst du? War das Judy mit dem Video? Wer? Judy, der Produzent, der war da mit dem Video. Judy, ja, 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 Judy hat es produziert. Ja, das Kumpel von mir, ja, krass, überkrass. Cooler Rapper, cooler Junge, alles cool. Feierst du, ja? Ja, voll krass. Also, man hat ja jetzt so den Beat und den Flow gehört. Ob da jetzt so eine hittige Hook dabei war, weiß ich nicht. Aber voll krass, ist ja einfach das, was man gerade machen muss. Ja, Mann. Voll gut, gibt's gar nichts. Also, kann man nicht mal sagen, ob es gut oder schlecht ist, weil es up to date ist. So muss man gerade rappen, so. Ja. Deswegen für mich als Rapper ist es genau normal, ja, krass. Muss so sein quasi, ne? Ja, Standard. Ja. Ich höre mir nur sowas an. Ja. Deswegen. Okay. Cool, nice. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem ganz kurzen Ausschnitt, Einschnitt. Na man, Ausschnitt, Einschnitt drin, Motherfucker. Tschüss. Und ja, schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr es feiert, wie ihr es findet so. Und dann würde ich sagen, das war's dann auch schon gewesen an der Stelle mit dem Video. Natürlich an der Stelle. Ich werde auch noch ein paar andere kleine kurze Szenen rausschneiden. Auf diesem Lifestyle-Kanal will ich einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen gucken, was ankommt, was nicht ankommt. Einfach ein bisschen lockerer und freier sein. Ja, auf dem Hauptkanal bin ich immer so ein bisschen so, ey, ich muss immer gucken, so, ja, weil ich habe so viele Abonnenten, so viele in Anführungszeichen, dass ich da immer noch ein bisschen aufpasse mit dem Content. Aber hier kann ich wirklich mal meine Kreativität freien Lauf lassen. Das finde ich geil. I like that, man. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Be unique. Dabei ist more fucking alles. Open-minded, Freunde. Immer alles anhören, immer alles gucken und dir die besten Sachen rausziehen. Du weißt schon, wie das läuft. Peace out. 6 Arzt am Start. Psst.